Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, nach all den vielen großen Namen, die wir hier auf dieser Zeit-Themenwoche schon hatten, kommt jetzt noch ein echtes Highlight, und zwar Johann Jungwirth. Wenn es um Digitalisierung in der Automobilindustrie geht, führt an ihm kein Weg vorbei. Und umso mehr freue ich mich jetzt mit ihm über die Frage zu reden, Abschied vom Lenkrad, wie autonomes Fahren die Mobilität verändern kann und wird. Wenn Sie Fragen haben, können Sie diese über das Tool Slido stellen. Ich versuche sie dann einzubauen ins Gespräch. Doch nun zu JJ, wie er sich selbst der Einfachheit halber nennt. Liegt auch daran, dass er in so vielen Ländern schon gearbeitet hat, wo das wahrscheinlich einfach einfacher ist als der volle Name. Er arbeitete schon während seines Elektrotechnikstudiums in Stuttgart für Mercedes und verantwortete später ein Forschungslabor des Konzerns im Silicon Valley. Von dort zog es ihn dann zu Apple, ehe ihn 2015 der damalige Volkswagen-Chef Matthias Müller persönlich abwarb. 2019 wechselte Johann Jungwirth dann überraschend zum israelischen Unternehmen Mobileye, das mittlerweile von Intel gekauft wurde, und er lebt mit seiner Familie in Jerusalem. Und daher kann die Frage, die erste, eigentlich nur sein: Wie geht es Ihnen? Ja, vielen Dank, Tatje. Sehr gut. Also ich muss sagen, hier in Jerusalem ist es jetzt natürlich seit heute früh um 2 Uhr sowieso jetzt im ganzen Land ruhig. Aber wir hatten ja bis auf Montag letzte Woche, als das Ganze losging, ja mit den ersten Raketenangriffen auf Gaza. Also es ist tatsächlich hier in dem gleichen Raum. Bevor ich in den Sicherheitsraum laufen konnte, kamen dann die ersten 3 Raketen dann schon, und man hörte die Einschläge hier direkt in der Nähe. Seitdem ist hier ruhig, aber es haben natürlich viele Menschen hier gelitten in der Zeit auf beiden Seiten. Es ist jetzt vorbei und hoffentlich haben wir jetzt wieder 5 bis 10 Jahre Ruhe. Sie sagen das so locker, als sei das Homeoffice Business as usual, aber das nimmt dann ja schon irgendwie mit, oder wie, was macht man dann? Ruft man schnell die Familie an, oder wie kann man da reagieren? Nee, da ist man entspannt. Also ich muss sagen, das gehört hier dazu, da habe ich mich auch schon vor 2 Jahren drauf eingestellt, als wir hierher gezogen sind. Und es gibt sozusagen Standardprozeduren, ja, mit Sicherheitsräumen, und wenn der Alarm kommt, hat man 90 Sekunden Zeit, dorthin zu laufen, sich in Sicherheit zu bringen, und hofft, dass man da nicht getroffen wird. Mhm. Dann hoffe ich, glaube ich, im Namen aller, die zuschauen, dass diese Waffenruhe hält und die Zukunft eine bessere wird für all die Länder, die da beteiligt sind. Heute Nacht hat der Deutsche Bundestag ein Gesetz verabschiedet zum autonomen Fahren. Hat das Folgen für Ihr Unternehmen? Ja, das hat hoffentlich positive Folgen. Wir warten natürlich noch auf die Bundesratsentscheidung. Entweder einer Woche am 28. Mai oder dann spätestens am 25. Juni. Und sollte das Gesetz dann in Kraft treten, dann ist Deutschland führend, ja, in dem Thema autonomes Fahren, zumindest was die Gesetzgebung, was die Rahmenbedingungen angeht. Und wir werden uns dann sehr anstrengen, mit unseren selbstfahrenden Fahrzeugen dann auch nach Deutschland zu kommen, und dann hoffentlich dazu mehr demnächst. Was genau macht Mobileye in Deutschland? Da gibt es Testprojekte in München, vielleicht können Sie mal ein bisschen was erzählen. Ja, wir haben natürlich einen Standort in Deutschland mit Mobileye, Deutschland GmbH, und verkaufen unsere Produkte in Deutschland, und in München haben wir unser erstes Testzentrum für autonomes Fahren. Wir haben dort mehrere Fahrzeuge, eine ganze Flotte, zweistellige Zahl an Fahrzeugen in Summe. Davon fährt ein Teil selbstfahrend, also vollautonom, natürlich noch mit Sicherheitsfahrern. Aber wir haben seit August 2020, also letzten Jahres, ein AV-Permit, also eine Zulassung, sodass wir mit unseren Fahrzeugen in Deutschland überall auf allen Straßen Deutschlands bis 130 km/h auch auf den Autobahnen und aber auch im dichten Verkehr in den Städten fahren dürfen. Und in München speziell und um München fahren wir seitdem autonom und testen im normalen Betrieb, ja, im normalen Mischverkehr. Es sitzt aber immer ein Fahrer am Fahrzeug, sonst würden die Leute links und rechts, die dran vorbeifahren, irritiert sein wahrscheinlich, ne? Ja, wir haben immer einen Sicherheitsfahrer auf dem Fahrersitz und noch einen Co-Piloten auf dem Beifahrersitz. Einfach nur, um sicherzustellen, dass das Fahrzeug sicher fährt und die richtigen Entscheidungen trifft. Mhm. Wann können Deutschlands Autofahrer das Lenkrad denn in den Kofferraum legen?
Also, ich sage mal so, es gibt zwei Schritte, was autonomes Fahren angeht, auch in Deutschland. Der erste Schritt, den sehe ich so von 22 startend, beginnend und dann eben ansteigend bis 2025 mit Flottenfahrzeugen. Das sind nicht Fahrzeuge, die man kaufen kann, sondern das sind dann Betreiber, die Flottenfahrzeuge in Betrieb nehmen und hoffentlich dann auf Basis dieses neuen Gesetzes zum autonomen Fahren dann zum Beispiel ein Taxibetrieb, also Ride-Hailing oder Ride-Pooling anbieten, wie zum Beispiel Moja in Hamburg oder Clever Shuttle oder so, und so, dass man sozusagen diese Dienste dann appbasiert nutzen kann, also sozusagen Mobilität auf Knopfdruck. Und dann ab 25 erwarte ich, dass man tatsächlich dann vor allem natürlich in den Premium-Fahrzeugen zuerst eine Sonderausstattung bestellen kann, die da heißt Autopilot oder Self-Driving. Dann kann man sich entscheiden, ob man eben hinten einsteigt und das Auto fahren lässt oder ob man das Fahrzeug noch mit Lenkrad oder eben ohne Lenkrad bestellt. Ihre Euphorie haben Sie wahrscheinlich im Silicon Valley gelernt. Auch, ja. Also ich bin ein grundsätzlich optimistischer Mensch, ja, schon seit Geburt und auch durchaus etwas risikofreudig, glaube ich, kann ich sagen. Dazu passt natürlich Silicon Valley, aber genauso Israel als Mentalität und Kultur und Umgebung schon sehr gut dazu. Vielleicht sind Sie deswegen auch oder haben Sie deswegen Deutschland verlassen, denn hier sind die Leute nach wie vor skeptisch. Wir haben da eine Umfrage von Civey. Und die besagt, auf die Frage, sollte in Deutschland Ihrer Meinung nach vermehrt in die Entwicklung von autonom fahrenden Autos investiert werden, dass mehr als die Hälfte sagen, nee, das brauchen wir nicht. Sind das die Deutschen, die gern selbst am Steuer sitzen, oder ist das Unkenntnis dessen, was einem da bevorsteht, also welche Hoffnung man auch verbinden kann mit autonomem Fahren? Ich glaube, es ist eher das Zweite und es ist auch, sag ich mal, nicht ganz ungewöhnlich. Ja? Weil ich sag mal, wenn man die Menschen damals gefragt hat, 1800, ja, Mitte des 19. Jahrhunderts, ob sie sich Autos vorstellen können, ja, und damals eben quasi zu 100% Pferde im Einsatz waren mit Kutschen. Ja, also ich glaube, Kaiser Wilhelm II. Hat auch gesagt, er braucht einfach nur schnellere Pferde oder so. Also das ist schon eine, sag mal, größere, ja, wir nennen das auch S-Kurve, ja, als ein großer Technologiesprung, eine Disruption in dieser Industrie, tatsächlich den Menschen als Fahrer nicht mehr zu brauchen und auf Selbstfahren zu gehen. Aber ich sage mal, alle Studien und auch die eigene Erfahrung hier zeigt, sobald die Menschen das erleben können, das selber sozusagen erleben, das Vertrauen, das steigt sprunghaft an und dann will man nicht mehr zurück. Ja, wenn man es einmal erlebt hat und es nutzen kann, dann kann man sich eigentlich eine Welt wie davor nicht mehr vorstellen. Wie wichtig wird denn das Feature? Also unverzichtbar wie das Navigationsgerät heute? Definitiv. Also ich muss sagen, wenn man die Zeit, das sind heute geschätzt ja etwa 600 Milliarden Stunden, die Menschen hinterm Lenkrad verbringen weltweit pro Jahr. Wer Und hat die diese denn Spannung, gezählt? ja, da gibt es tatsächlich eine Schätzung dazu. Und das ist massiv. Ja, wenn die Menschen dann das mal erleben und so wie heute, sag mal, ist ja normal, sag mal, im Flugzeug, im Bus, in der Bahn und so, dass man da nicht irgendwie hinterm Steuer sitzt. Und wenn man das dann auch auf der Straße erleben kann, mit dem PKW oder mit dem Shuttle, das wird eine Riesenerrungenschaft und ich kann mir es nicht vorstellen, dass es dann Menschen geben wird, die dann das Rad zurückdrehen wollen, wenn sie es mal erlebt haben und es einmal tagtäglich im Alltag nutzen können. Nun gibt es eine Frage von Herrn Schichtel, der will es ganz genau wissen, nämlich welche Fahrzeuge in der Münchner Testflotte unterwegs sind. Ja, wir haben Stand jetzt Ford Fusion, Plug-in-Hybrid oder Hybridfahrzeuge, sollte ich sagen, im Einsatz. Wir haben hier in Israel bereits ein paar mehr Fahrzeugmodelle im Einsatz und wir erweitern gerade unsere Flotte weltweit. Wir testen auch in Tokio, in der Nähe von Shanghai, in Detroit und demnächst auch in New York und Paris. Nun ist Mobileye keine Klitsche. Das sind viele Arbeitsplätze und ich meine, Intel hat, wenn ich mich nicht irre, 15 Milliarden gezahlt, als sie es übernommen haben. Welche Rolle spielt der Standort Israel für diesen Erfolg? Gut, der Standort Israel ist natürlich wichtig, ja. Also wir sind ein israelisches Unternehmen, mittlerweile etwa 2000 Mitarbeiter, auch nicht mal ganz so klein und haben also im Grunde, sag mal, drei Standbeine. Einmal Fahrerassistenzsysteme, sehr stark kamerabasiert und wir
sind vertikal auch sehr stark, nochmal tief integriert, sozusagen vom Chip, den wir selber designen, selber entwickeln, über die gesamte Software und jetzt eben diese gesamte Lösung für Selbstfahrtechnik. Das ist eben das zweite neue Standbein mit unseren selbstfahrenden Systemen, also Level 4, Level 5. Und dann haben wir, sag mal, in der Mitte noch ein Standbein für Daten. Das heißt, Road Experience Management nennen wir das. Und das heißt also auch schon die Fahrzeuge heute im Feld. Viele davon, die vernetzt sind, melden Daten zurück. Und so können wir auch unsere, sag mal, HD Maps, wir nennen die AV Maps, komplett vollautomatisch erstellen, die man dann braucht fürs autonome Fahren. Wiederum ein Wettbewerbsvorteil. Und das alles, sag mal, ist sozusagen IP, die hier in Israel von unseren Ingenieurinnen und Ingenieuren und Entwicklern sozusagen erdacht und entwickelt sind. Und diese Fahrten durch München zum Beispiel, die dienen ja vor allem dazu, Wahnsinnsmengen an Daten zu sammeln und daraus dann die richtigen Schlüsse zu ziehen, oder? Ist das zu einfach gesagt? Also, ich sag mal so, natürlich verarbeitet man sehr, sehr viele Daten, um eben so ein selbstfahrendes Fahrzeug sozusagen zu fahren und den Menschen als Fahrer zu ersetzen. Sammeln tun die Fahrzeuge eigentlich nicht so viele Daten. Also, wenn man sich jetzt anschaut, was unsere Fahrzeuge, die heute im Normalbetrieb sind, also die von Menschen gefahren werden mit unseren Fahrerassistenzsystemen, das sind nur etwa 10 Kilobyte pro Kilometer, die wir zurückbekommen von diesen Daten. Und aus diesen 10 Kilobyte pro Kilometer können wir diese HD-Maps, die hochauflösenden Karten generieren, crowdsourced und eben vollautomatisiert. Das heißt also nicht viele Daten und natürlich auch, sei mal, DSGVO-compliant und anonymisiert und dementsprechend, aber schon sehr wichtig, weil wir nicht wie andere Anbieter in jede Stadt dann nochmal gehen müssen mit Sonderfahrzeugen, um die Stadt zu kartografieren und diese HD-Map zu generieren. Wir können sozusagen relativ schnell dann skalieren, sobald wir auf der Straße sind, eben dann ohne Fahrer ab dem nächsten Jahr. Jetzt fragt hier ein Herr Schichtel, welchen Aufpreis muss man denn zahlen, wenn man jetzt seinen, was auch immer, heutigen Opel, Daimler oder Volkswagen damit aufrüsten will. Geht das überhaupt oder ist das undenkbar? Also das geht nicht und ist auch nicht geplant. Was geht ist, sagen wir mal, für diese erste Generation Flottenfahrzeuge, zum Beispiel dann ab dem nächsten Jahr, kann man also herkömmliche Fahrzeuge nehmen, die Drive-by-Wire haben, das heißt lenken über die Leitung sozusagen by wire, das heißt nicht mehr mechanisch gekoppelt, Gas geben, beschleunigen by wire oder dann eben auch bremsen by wire. Das heißt, man braucht gewisse Grundlagen, Grundvoraussetzungen in den Fahrzeugen. Dann muss man das aufrüsten mit redundanter Bremse, redundanter Lenkung und redundanter Stromversorgung und so weiter. Aber wenn man das hat, das ist ein relativ kleines Upgrade in den Fahrzeugen. Das heißt also, bestimmte Fahrzeuge kann man tatsächlich aufrüsten. Das sind aber dann Fahrzeuge, die von uns speziell aufgerüstet werden, eben für solchen Flottenbetrieb, für die Flottenbetreiber. Und welche Antwort haben Sie gefunden auf die Frage der Fragen, die hier gestellt wird von Klaus Tormehlen? Nämlich, wie entscheidet denn der Algorithmus, wenn jetzt links ein Rentner spaziert und rechts ein Kleinkind und in der Mitte kommt der Truck auf einen zu, man muss ausweichen? Wonach wird da entschieden? Also, wer dazu mehr lesen möchte, da kann ich nur empfehlen. Also, wir haben dann ein White Paper auch online gestellt. Unser Konzept zur Driving Policy, zur Entscheidungslogik nennen wir Responsibility Sensitive Safety, RSS, also verantwortungsbewusste Sicherheit. Einfach auf mobileye.com. Responsibility-Sensitive-Safety gehen. Und das ist ein recht komplexes und umfangreiches Thema, wo wir aber recht offen mit umgehen und die Regulierungsbehörden und andere Forscher also mit einbeziehen. Das heißt, das ist nicht so eine schwarz-weiß, soll ich sagen, Entscheidung. Aber gibt es eine Bottomline zum Beispiel, dass Sie eben sich nicht für eine Seite entscheiden in solchen Entscheidungen, oder? Genau, und das ist auch gesetzlich vorgeschrieben. Ja. Ja, das heißt also, ich sag mal, was die Ethikkommission vorgegeben hat, was jetzt auch in dem neuen Gesetz für autonomes Fahren steht. Also all diese Faktoren werden außen vor gelassen. Also ich meine, die grundsätzliche, sag mal, Vorgabe ist, Unfälle zu vermeiden. Und ich sag mal so, im Worst Case tritt man dann nur noch auf die Bremse und versucht, das Fahrzeug eben so schnell wie möglich mit dem Notbremsassistenten dann zum Stehen zu bekommen. Man darf also im Prinzip nur auf eine andere Spur zum Beispiel ausweichen. Ich sag mal, eine dieser fünf Regeln von RSS ist,
Man darf nur einen Unfall sozusagen verhindern, ja, wenn man keinen anderen erzeugt, so als Grundregel. Das heißt also prinzipiell, alle Unfälle, die irgendwie möglich sind zu vermeiden, gilt es zu vermeiden, aber im Notfall dann eben nur noch im Notbremsmodus sozusagen das Fahrzeug zum Stehen bekommen. Und immer noch sehr viel schneller als der Mensch zu reagieren. Man muss schon sehen, also diese Sekunde, ja, die Schrecksekunde, das sind zum Teil mehr als eine Sekunde, die fällt weg. Da können wir innerhalb von Millisekunden reagieren und den Bremsvorgang selbst in so einer Notsituation früher starten. Wird denn die Innenstadt dann sicherer in 10 Jahren sein? Zu 100%. Also das ist garantiert so. Also wenn man sich die heutigen 94% der Unfälle anschaut, vom Menschen verursacht, und ich meine, etwa 82% oder so davon, wissen wir, sind verursacht, weil Menschen am Steuer einschlafen, Alkohol konsumieren, Drogen konsumieren, sagen wir, sich ablenken lassen vom Handy und anderen sagen wir, Begebenheiten. Ja, also wir sind als Menschen wirklich kein gutes Vorbild, keine guten Fahrer. Also der digitale Fahrer fährt also um Welten sicherer, um Faktoren, also Orders of Magnitude, das heißt also Faktor 10, Faktor 100. Das Ziel ist teilweise Faktor 1000 sicherer zu fahren als der Mensch. Also ich sehe ein, Alkoholmissbrauch ist ausgeschlossen, aber wie ist es mit einem Softwareabsturz? Dafür gibt es Redundanz, ja, also nicht nur in der Hardware, sondern auch in der Software. Wir haben zum Beispiel also zwei Subsysteme, die parallel arbeiten. Beides von denen ist komplett also in der Lage, die Fahraufgabe zu übernehmen. Eins komplett auf Kameras basiert, ein zweites auf Radar und LIDAR basiert. Und dann haben wir sogar noch ein drittes Umgebungsmodell, was parallel dazu alle 100 Millisekunden berechnet wird, was also alle Sensoren in Betracht zieht. Aber was das Thema Sicherheit angeht, haben wir dort auch Redundanz, dass eben diese beiden Umgebungsmodelle, das eine auf Kameras basiert, das andere auf Radar- und LIDAR-Sensoren basiert, also sozusagen komplett komplementär zueinander und auch von komplett unterschiedlichen Software-Teams, sodass eben ein Absturz zur gleichen Zeit von beiden Systemen höchst, höchst unwahrscheinlich ist. Wo sehen Sie denn die deutschen Hersteller in dieser Debatte? Man redet da viel über das Elektroauto und hat das Gefühl, da ist jetzt die Kurve genommen worden. Bei der Digitalisierung ist man noch so ein bisschen ja, zögerlicher, glaube ich, in der Bewertung. Sind Sie da euphorisch wie mit allem anderen, was Sie so vortragen? Oder sagen Sie, die Deutschen, na, die müssen schon ihre Hausaufgaben machen? Also grundsätzlich ist aus meiner Sicht ja doch eine Aufbruchstimmung da und man nimmt die Themen ernst. Also ich sag mal, wenn man auf die CEOs hört und mit denen wir ja auch eng zusammenarbeiten, das Thema Software ist auf der Tagesordnung. Ja, auch dass man Software auch wieder selbst entwickelt und das Thema Software beherrscht und auch wieder sagen wir, das Thema Wertschöpfung aus der Software ein Stück weit wieder in die Häuser zurückholt. Also das sehe ich durchaus sehr positiv. Was diese, sagen wir mal, Themen Automatisierungsstufen jetzt Level 4, Level 5 angeht, also jetzt ganz konkret das Thema, über das wir heute hier sprechen, das Lenkrad eben rauszunehmen und selbstfahrende Fahrzeuge, vollautonome Fahrzeuge auf die Straße zu bringen. Da muss ich sagen, ist man aus meiner Sicht noch ein bisschen zu zögerlich. Und ich glaube, dass die Hersteller oder manche Hersteller in den nächsten 2 Jahren überrascht sein werden, was möglich ist und was auf die Straße kommt. Und wenn man sich die Pläne heute so anschaut, ja, für 25 plant man immer noch, sagen wir, relativ konservativ mit einem automatischen Lenkassistenten, ja, irgendwie von 0 bis 60 km/h zum Beispiel, was jetzt auch als neues Gesetz Anfang des Jahres verabschiedet wurde, als Level-3-System. Ich bin der Überzeugung, dass wir schon eben 22, 23, 24 Level-4-Systeme auf der Straße sein werden. Und dann, sagen wir so, wie bei anderen Themen auch, ja, wird dann das Rennen losgehen. Und jeder muss für sich entscheiden, auch in welchem Geschäftsbereich er aktiv sein möchte. Ja, ich meine, wenn man eher nur den Fokus hat auf Fahrzeuge, die man an Endkunden verkauft, dann ist die heutige Zeitleiste vielleicht sogar so, okay, aber sag mal, wenn man an die Mobilitätslösungen denkt, das heißt Mobilität auf Knopfdruck, da wird, glaube ich, 22 bis 25 sehr viel passieren. Da muss man eben als Hersteller sich entscheiden, ob man da dabei sein möchte oder nicht. Als ich mal vor über 10 Jahren in den USA war, gab es da Smartphones mit Bluetooth und ich war überrascht, als da jemand vor mir in der Schlange stand, habe ich gedacht, mit wem redet denn dieser Verrückte? Das war also ganz merkwürdig anzusehen, weil es mir einfach nicht gewohnt war. Und nun kommt hier eine Frage von Cornelia.
anderer, die sagt, wie ist das mit dem Mischverkehr? Also es wird eine Zeit geben, da wird es sowohl autonom geben als auch nicht autonom. Kann das die Leute irritieren, die dann noch ganz klassisch durch die Gegend fahren und auf einmal kommt da ein Auto entgegen ohne Fahrer, also ohne Lenkrad zumindest? Also zum einen wird man es zum Teil, glaube ich, als Selbstfahrer also gar nicht wahrnehmen, ja, ob jetzt das andere Fahrzeug sozusagen selbstfahrend unterwegs ist oder tatsächlich noch ein Mensch am Lenkrad steuert. Man wird es den Autos auch so gut wie nicht ansehen, im Prinzip vom Fahrstil her. Also wir fahren heute im Mischverkehr und es ist ganz klar, also ich sage mal, wenn man sich andere Sprunginnovationen im Automobilsektor anschaut, zum Beispiel Einführung vom Airbag oder Einführung vom Sicherheitsgurt, das dauert 20 bis 30 Jahre, bis so eine gesamte Flotte in einer Region, in einem Land abgegradet wird. Das wird beim autonomen Fahren auch nicht anders sein. Und dann wird es, sag mal, so wie bei Segelbooten oder so, die es heute auch noch gibt, auch in Zukunft dann noch, sag mal, einen Porsche 911er geben, den man dann selbst fahren kann. Vielleicht dann eher auf dem Nürburgring oder auf dem Hockenheimring oder so. Und was ist denn für Sie der Schlüssel dieser Industrie? Sind das die Chips von Intel oder sind das die Kamera, die Sensorik? Wo sehen Sie die großen Innovationssprünge kommen, die dann auch Deutsche mitgehen müssen, um am Markt zu bestehen? Gut, also es wird sag mal, vielschichtig sein. Ja, also alles ist wichtig. Also Chips sind essentiell, ja, für die Automobilindustrie. Das sehen wir jetzt an der Knappheit, ja, in dem Bereich. Software wird essentiell sein. Künstliche Intelligenz, das heißt also maschinelles Lernen, neuronale Netze wird essentiell sein. Und ich glaube, jeder muss jetzt für sich entscheiden, was entwickelt man im Haus, wo kauft man zu, also Akquisitionen, oder wo geht man Partnerschaften ein, auch strategische Partnerschaften. Ich glaube, es ist eine gute Zeit, ja, auch für Hersteller, eben mit Technologieunternehmen Partnerschaften einzugehen, strategische Partnerschaften. Also da bin ich recht optimistisch und auch recht positiv. Man muss nicht alles selbst beherrschen und selbst können. Wo ist denn die größte Nachfrage? Ist die im chinesischen Raum oder in Europa oder in Amerika? Also die größte Nachfrage, ich glaube, ist tatsächlich vielleicht aktuell in China. Ja, also wenn man sich so anschaut, was mit welcher Geschwindigkeit vor allem auch der Markt wächst und der Wunsch auch gerade nach solchen Lösungen ist. Aber eigentlich, wenn ich so, sag mal, die drei Kontinente, also die drei großen Märkte, also Europa, USA und China miteinander vergleicht, die sind schon, sag mal, auf einem ähnlichen Niveau und ähnlich wichtig. Und man muss auch sehen, also, sag mal, die Art der Fahrzeuge und was der Markt braucht, ja, der Mix ist sozusagen etwas unterschiedlich. Aber in Summe werden alle drei Kontinente und alle drei Märkte, ja, extrem wichtig sein und wichtig bleiben. Zeitweise war ja Tesla so viel wert wie alle Autobauer zusammen. Und das führt dann ja dazu, dass man manche Industrien auch abschreibt. Wie ist es bei Ihnen? Sie sagen, Sie verhandeln und reden auch regelmäßig mit den deutschen CEOs. Erleben Sie die gerade als äußerst depressiv oder sind die geradezu euphorisch jetzt in den letzten Monaten geworden? Also ich glaube, die sind optimistisch, ja, und das kann man auch sein. Also das Thema Automobil, das Thema Mobilität, also ich glaube, es ist eine der spannendsten Industrien, ja, wenn man das also mit allen anderen Industrie, sag mal, Verticals oder eben Bereichen vergleicht, das ist enorm, was sich in dem Bereich Mobilität Automobilentwicklung, Automobildesign, Automobilbau. Also ich kann mir keine bessere Zeit vorstellen, als auch jetzt als junger Mensch, ja, sich zu entscheiden, eben in diesem Bereich Automobil bzw. Mobilität zu arbeiten und dort einen Beitrag zu leisten. Ich muss sagen, ich bin froh und auch demütig, ja, also dass ich da an diesem Thema mitarbeiten darf und ein Teil dieser Revolution, ja, ein Teil dieser Disruption sein darf. Also was ich dort tun, es betrifft ja nicht nur das Auto an sich, sondern die gesamte Mobilität, den gesamten Transport, also das Transportwesen. Auch Städte werden sich verändern, ja, Parkplätze werden zum Teil nicht mehr notwendig sein. Es wird einen Wandel geben im Nutzungsverhalten, viel, viel mehr on demand, also viel mehr einfach nur, dass man sozusagen Mobilität auf Knopfdruck nutzt und nicht mehr unbedingt ein Auto besitzen muss. Also was sich in den nächsten 10 Jahren oder 10 bis 20 Jahren tun wird in diesem Segment, ist Wahnsinn. Hat es also, ich sag mal, nicht gegeben seit 140 Jahren.
Und wenn Apple dann mal ein Auto baut, werden Sie das kaufen? Also, das wird sicherlich ein spannendes Produkt, wenn es das mal gibt. Ich habe ja selber bei Apple gearbeitet und kann nur sagen, also es ist ein tolles Unternehmen, natürlich immer mit einem Sinn für sehr guten Geschmack und auch einfache Nutzbarkeit, einfache Bedienung. Ich sag mal, auch da eben Hand in Hand, ja, vertikal eben Hardware, Software und Dienstleistungen, Services tief integriert. Also grundsätzlich die Produkte von Apple sind immer empfehlenswert und von dem her freuen wir uns da auch auf den Wettbewerb, ja, was die Technologie angeht, wo wir natürlich tätig sind. Apple hat nur einen Nachteil. Die geben den Managern so harte Knebelverträge, dass die danach nie mehr drüber reden, über ihr Produkt. Und deswegen kann ich mir wahrscheinlich auch sparen, sie zu den jüngsten Plänen und wie die Gerüchte so in der Branche diskutiert werden, zu befragen. Und das entnehme ich ihrem Grinsen schon, oder? Also das habe ich gelernt, ja. Die Antwort ist, we do not comment on speculation. Ja, das habe ich erwartet. Aber Sie denken schon, dass die Deutschen die Kurve vielleicht schon gekriegt haben, auch bei der Digitalisierung. Also dass man die nicht abschreiben muss, die Daimlers und BMWs. Also natürlich darf man die Unternehmen nicht abschreiben und also die Frage stellt sich für mich auch gar nicht. Ich meine, dieser erste Teil der Frage, ob sie die Kurve gekriegt haben und wie gut sie sag mal, sein werden, beziehungsweise führend im Wettbewerb weltweit, das ist eine andere Frage. Aber das ist auch eine Frage sag mal, der eigenen Produktstrategie und auch der sag mal, Wertschöpfung, wo man da tätig sein möchte. Ich glaube, es gibt Raum jetzt eben für neue Player. Und es gibt eben gerade auch Raum für Technologiekonzerne, Technologieunternehmen wie Mobileye und Intel und andere hier sag mal, tätig zu sein. Also gerade weil autonomes Fahren und weil so viel Wertschöpfung aus der Software kommt und da sind die Technologiekonzerne stärker, ja, ist klar. Nochmal eine ganz allgemeine Frage. Wäre es denn möglich, dass diese Technologie dann Frieden auf der Straße bringt? Dort war eben eine Frage, die nun nicht mehr zu lesen ist, aber die ich noch erinnere, nämlich wenn jetzt ein Fahrradfahrer unterwegs ist, dann ist er zurzeit in Deutschland, ich weiß nicht, ob Sie das mal erlebt haben, so in Berlin oder so, da ist im Grunde Krieg auf der Straße zwischen den Verkehrsteilnehmern. Könnte das Geschichte sein, wenn erstmal die Autos ganz automatisch immer den richtigen Abstand einhalten und so weiter? Das wird Geschichte sein, ja. Also ich glaube, das Thema Emotion sozusagen, also hinterm Lenkrad und im Sinne von jetzt da Erster zu sein und dann schnell noch einen Spurwechsel, um dann irgendwie noch ein bisschen schneller über diese Kreuzung zu kommen. Ich glaube, man wird entspannter, ja, und man wird die Zeit genießen. Man wird sich Bücher mitnehmen können, ja, wenn man sozusagen sich ins Oder Auto die setzt. Zeit. Oder die Zeit oder eben ein iPad mit der Zeit online. Ja, aber wo soll man denn dann hin mit seiner Wut? Braucht man dann einen Boxsack im Auto? Ich glaube, die Zeit für Wut braucht man nicht. Dafür kann man vielleicht mal in den Keller gehen und unten in einen Sack oder so, der an der Decke hängt, hauen. Nee, aber ich meine, Spaß beiseite. Also, ich glaube, es ist gut, ja, den Menschen diese Zeit zurückzuschenken. Und wenn man sich vorstellt, was man alles tun kann, dann, wenn das Fahrzeug zu einem Raum wird, ja, wie einen Raum zu Hause, ich meine, ich sag mal, ein Gaming-Raum oder ein Büro oder ein Musikraum oder ein Augmented Reality-Raum oder einen Konzertsaal und das alles vielleicht sogar ja, nacheinander im gleichen Fahrzeug. Also ich muss sagen, ich freue mich darauf. Und ich glaube, das Interieur wird dann auch sozusagen das neue Exterieur der Zukunft, ja. Wovon hängt denn ab, ob das wirklich so kommt 2025? Das ist ja nun wirklich nicht übermorgen, sondern steht vor der Tür für die Industrie. Gibt es da irgendwelche Dinge, wo Sie sagen, wenn das nicht passiert, dann wird es schwierig? Also eigentlich sind es nur zwei Themen. Ja. Das eine ist die Regulierung. Das heißt, hat man einen gesetzlichen Rahmen und der wird jetzt geschaffen und hoffentlich demnächst dann vom Bundesrat bestätigt. Also ich freue mich da wirklich sehr. Bin heute Morgen aufgestanden und als erstes nachgeschaut, ob jetzt der Bundestag heute Nacht sozusagen nach 0 Uhr war das Thema auf der Agenda, dann auch positiv beschlossen hat und habe mich sehr gefreut, ja, dass das sozusagen so wie jetzt im letzten Entwurf bekannt, also verabschiedet wurde vom Bundestag. Auch nochmal herzlichen Glückwunsch an alle Bundestagsabgeordneten, die da beteiligt waren. Und im Bundesrat hoffe ich jetzt auch, dass die Bundesländer da das so absegnen. Und dann geht's los. Ja? Und der zweite Teil ist eben die Technologie und die Readiness. Und da sind wir mit für verantwortlich,
Und dann geht es darum, die TÜV-Genehmigung, ja, gemeinsam mit den technischen Dienstleistungen, technischen Services und KBA, jetzt speziell für Deutschland die Zulassung, die TÜV-Genehmigung zu bekommen und die entsprechenden ja, Zulassungen und dann auch Genehmigungen, um dann eben mit den Flotten dann in die Städte zu kommen. Das heißt, da ist ein mehrstufiges Genehmigungsverfahren, aber das ist alles dann nur noch Umsetzung und Doing. Ja, das ist einfach. Ja, da würde ich doch vorschlagen, wir bleiben einfach im Gespräch und bei der nächsten Zeitkonferenz im nächsten Jahr, da reden wir mal über den Fortschritt und was so für Hürden aufkamen und vielleicht knacke ich dann ja auch die Apple-Nuss. Ja, nächstes Jahr kommen wir dann mit dem selbstfahrenden Fahrzeug dann zur Konferenz. Ja, ich bin gespannt. Vielen Dank und alles okay. Gute nach Jerusalem. Gern geschehen. Danke. Nach einer kurzen Pause widmen wir uns hier nochmal ganz konkret einem Wasserstoffprojekt in Hamburg. Ich wünsche Ihnen allen ein schönes Wochenende, aber abschalten lohnt sich hier erst ab 16:30 Uhr. Bleiben Sie also dran und ich sage bis bald.